Das ist also nun mein neuer selbstgebauter iMac aus ganz vielen Teilen, aus Korea, Hongkong und so weiter. Was man hier sieht, ist das Starten. Erst kommt ein Boot-Logo, dann kommen zwei andere Logos und am Schluss landen wir in der normalen Mac-Boot-Oberfläche. Wenn man sich das Ding mal von der Seite anschaut, sieht man erstmal keinen so wesentlichen Unterschied, aber hinten sieht es dann schon anders aus. Da ist nämlich erstmal der Stromstecker, dann ein Helligkeitsregler, so wie man ihn früher mal hatte an Monitoren. Leider ließ sich das nicht anders machen. Dann Lautstärke, Netzwerk, VGA, drei USB-Anschlüsse und eine Reset-Taste, die beim Entwickeln der ganzen Sache ganz praktisch ist. Später braucht man es ja eigentlich nicht mehr. Das Booten geht relativ zügig. Es ist ein Atomprozessor und damit ist das natürlich kein Renner. Aber man kann durchaus damit arbeiten und letztendlich funktioniert ja auch der Standby-Modus. Deswegen braucht man das Booten eigentlich gar nicht so oft. So, jetzt ist die Oberfläche da. Und jetzt starten wir mal ein Programm. Schauen wir uns mal an, wie schnell Office startet, also Microsoft Office 2011. Da rufe ich jetzt mal Word auf. Und auch damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Wie ich schon sagte, hinter dem Gerät steckt eigentlich ein Atomprozessor, also ein Intel-Atomprozessor mit 1,6 GHz. Der wird hier erkannt als ein Core 2 Solo. Sind außerdem 2 GB RAM drin und hier sieht man jetzt, als was das Ding sich extern ausgibt, nämlich als ein Mac Pro. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, das wird noch etwas schöner werden. Die Ansteuerung der SSD funktioniert leider nur mit 1,5 Gigabit, das heißt, da geht viel an Leistung verloren, das ist ein bisschen schade, lässt sich aber leider so ohne weiteres nicht ändern. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Ruhezustand an und siehe da, am Schluss blinkt tatsächlich die kleine LED. Das ist ein kleiner Trick, den ich eingebaut habe mit der Schaltung, ist auf einer der Webseiten zu lesen und ist nicht wirklich echt, aber sieht hübsch aus. Okay, das war's.